Grüß Gott, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen auf dem Schorkhof hier in Oberbayern. Ich will mich heute mal ein bisschen feiern. 35 Jahre Bühnenjubiläum ist eine ganz schöne Zeit. Außerdem habe ich noch, für die Männer besonders, eine entzückende Überraschung und viel zu erzählen. Und überhaupt, bleiben Sie dran, es ist eh nur ein paar Minuten, aber die wären spannend. Auf der Straße nach San Fernando. Mendocino, das war der Öffner 1969, der Öffner für die 70er Jahre. Da kam ich gerade richtig rein in den großen Schlagerboom der 70er Jahre und habe ja dann auch eigentlich jedes Jahr einen Hammer abgeliefert. Auf Fuß im Regen tanzen wir zu zweit. Ja, nach Mendocino kam dann Barfuß im Regen. Das war ein eigentlich ja, Zeitgeist, total. Es war das Jahr 1970, die Hippies, man kann das Leben verträumen mit Blumen und mit viel Dröhnstoff und ja, im Sonnenschein. Und kam dann der nächste Winter, dann war die Hippie-Bewegung auch nicht mehr, die Gamma-Bewegung auch nicht mehr so vital. Hier, das ist jetzt mein Zimmer, mein Büro. Das ist hier so ein schönes altes Piano zum Stall. Hier sind dann meine eigenen Archivplatten, die Alben, Produktionen, Albumproduktionen und natürlich die verschiedenen, ganz wichtig, die verschiedenen Auszeichnungen. Nur ein Kuss Maddalena. Anfang des Jahres 74, nur ein Kuss Maddalena. Gerade jetzt vor kurzem ein großer Erfolg zusammen in einer gemeinsamen Arbeit mit dem Olaf Henning, Du Luder, nur ein Kuss Maddalena, Du Luder. Und in der zweiten Jahreshälfte war Tränen lügen. Und du wirst sehen, Tränen lügen nicht. Ich war natürlich voll auf der Rolle. Ich war Autor und Produzent und Textdichter und Sänger. Und es war sehr, sehr viel eigentlich so zugange. Und ein bisschen, wenn ich rückblickend so mir das so vorbeiziehen lasse, ein bisschen mehr hätte ich das genießen sollen. Später habe ich das eigentlich, meine späteren Erfolge habe ich mehr genossen. Ich war da einfach noch zu jung. Ja, und wenn man dann aus dem Büro kommt, dann ist man direkt gleich mitten im Hof, in der Landwirtschaft, in der freien Natur. Oberbayern war für mich immer der Inbegriff der schönen Landschaft, der Erholung. Meine Frau und ich sehr viel hier im Oberland geritten. Und dann haben wir uns ja fast 8,5 Jahre umgeschaut nach einem geeigneten Bauernhof, den wir dann endlich gefunden haben. Dann war natürlich, wie das immer so ist, sehr viel Renovierungsarbeit nötig. Aber mittlerweile fühlen wir uns hier pumperlwohl und es ist unser kleines Paradies hier. Anfang der 80er, da habe ich Cusco aus der Taufe gehoben. Einmal im Jahr als Erholung von den geschäftlichen Bereichen. Ich bin nicht mehr aufgetreten, habe nur wenig geschrieben. Nur noch für Cusco, das habe ich produziert und geschrieben, zusammen mit dem Christian Schulze. Und ansonsten war ich halt Musikverleger. Ich lernte 94, 95 den Gildo Horn kennen. Dadurch kam ich dann in diese Revival-Welle sehr, sehr direkt hinein, ganz klar. Nein, ich habe sicher nicht alles erreicht, weder was die Ideen angeht, weil man ja immer wieder dann entdeckt, was ganz Neues schreibt. Und zwar etwas, was man selber sich gar nicht zugetraut hätte. Also man, glaube ich, als Kreativer ist man bis einen Tag bevor man die Augen für immer zuschließt, ist man irgendwo, kann man neugierig sein auf sich selber. In jedem Fall gibt es viel, was ich noch erreichen will. Mit einer Musik wie Cusco für einen großen Film würde ich gerne mal einen Oscar kriegen. Zum Beispiel. Das wäre ein Wunsch. Ja? Man gönnt sich ja sonst nichts. Guter Mann. Hoffentlich bleibt er lange dabei. Ganz lieber Freund von mir, war früher mal der Drummer in meiner Band, die Love and Tears. Tolle Produktion, auch tolle, begabte Kolleginnen. Aber ist eben nicht so mein hundertprozentiges Teil.
Der Thomas ist ein sehr angenehmer, sehr charmanter, freundlicher und sympathischer Zeitgenosse. Dieter tut sich da ein bisschen schwerer. Aber ich meine, wer bin ich, dass ich gegen Erfolg anstänkere? Ich bin Country-Fan, habe ja als Country-Verleger auch so einige Meriten auf meine Schultern gehäuft. Wunderbar, wunderbarer Sänger. Ralf ist also, ja, ein richtig... ein Urgestein im deutschen Schlagergeschäft. Ich würde sagen, der letzte große Schlagerkönig. Einer der Ersten, einer der ganz Großen. Und ich finde das, was danach kam, nicht besser. Anders, am besten mit gefiel mir Rap eigentlich in der Ägide Grandmaster Flash. Freddy, ich möchte dich produzieren. Das war immer ein Wunsch. Ich würde gerne einmal einen ganz großen Hit mit Freddy produzieren. Der Titel verfolgt mich ja also ein bisschen durchs Leben. Der Michael Eisele, seines Zeichens ja ein durchaus profilierter, toller Superproduzent, der rief mich eines Tages an und erzählte mir davon und ob ich denn Lust hätte, sag ich, lass mich was hören. Er schickte mir was rüber, ich habe mir das Layout angehört, fand das wunderbar und schon war ich im Flieger nach Frankfurt, habe aufgenommen und hier sind wir jetzt mit dem fertigen Ergebnis. Also ich heiße Daniela und bin 21 Jahre alt. Also sie will ihn auf jeden Fall verlassen. Das steht auf jeden Fall fest. Und obwohl ihr das wehtut, sie tut es trotzdem. Diese neue Version, die hat ja dann ein bisschen eine Auflösung zur weiblichen Seite hin. Und sie geht da riesig in ihrem Musikteil, geht sie riesig verbal auf mich los. Viel zu oft hast du es versaut. Dreh dich einmal um, schau in ihr Gesicht. Ich fand es toll, dass ich eine so schöne, charmante, sensible und musikalische junge Frau kennenlernen konnte, wie die Daniela. Deswegen freue ich mich auch, wenn ich sie irgendwann mal wiedersehe. Ja, liebe Zuschauer, so schnell vergehen 35 Jahre respektive 6 Minuten, auf die haben wir uns ja eingeschränkt. Danke fürs Zuhören. Es war lieb, dass Sie als Musikfreunde mir als alten Musikfreund zugehört haben. Auf Wiedersehen, Servus für Gott und bis demnächst.